Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Für all die Neuen herzlich willkommen und für all die anderen schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute meine Bestellung vom TK Maxx bekommen und die Kiste ist einfach riesengroß. Und wir machen jetzt gleich einmal auf. Also ich hab die Kiste fast nicht in mein Auto bekommen. Das war richtig, richtig heftig. Das war ja so quasi noch mein Geburtstagsgeschenk, weil das war ein Gutschein und ich habe spannende Sachen gefunden und die habe ich bestellt. Ich weiß zwar nicht, warum die Kiste so riesengroß ist, aber sie ist eigentlich zu 3/4 gefüllt. Sie ist aber noch super perfekt gepolstert mit diesen Sachen. So, da haben wir, ich schätze mal, genau, Rücksendeschein, was ich bestellt habe, steht hier drauf. Und das kam auch, glaube ich, aus Deutschland oder so. Also ich dachte eher, das ist schneller da. Dabei ist es gar nicht von Österreich gekommen. Oh mein Gott, ist das riesengroß. Okay, also ich habe das 1, 2, 3, 4 Mal bestellt. Und zwar gab es da so Aufbewahrungsboxen und ich möchte ja meinen Schminkbereich und alles noch Vollgas umbauen. Und auch da auf meinem Tisch, wo ich aktuell mein Make-up habe, dachte ich mir, kann ich das vielleicht auch schon mal auflegen und das gescheit sortieren. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch gleich gemeinsam. Und wenn ich dann auch so einen riesen Tisch habe, wo ich das da reinlegen kann, beziehungsweise so in meine Schubladen, ich muss einmal schauen, wie ich das organisiere. Auf alle Fälle hat da eines, ich glaube, 24,99 € gekostet. Und ich mache jetzt einmal eine. Also das schaut so aus, um das ganze Make-up hier voll cool reinzutun. Und ich dachte, man kann auch so Gummiringal, also für die Haare hier und Haarbänder reintun. Nagellacke, eigentlich alles, ne? Auf meinem Schminktisch ist auch noch Platz. Da könnte ich auch noch ein so ein System hinmachen und jetzt schauen wir sich das Ganze mal an. 60 Liter Easy Empty Laundry Basket. Achso, das verkaufen sie auch noch. Okay. So, ich nehme das jetzt hier mal raus. Man könnte hier ja auch Pflege drin stapeln und 100 Sachen kann man hier reingeben. Also kann man das eigentlich komplett essen? Okay, ja. Man kann das auch komplett auseinanderbauen, wie man das möchte. Das ist quasi so ein Stecksystem. Und das kann man eigentlich so zusammenstecken, wie man das will und braucht. Man kann das quasi hier so aneinander geben, ja, wie man es halt gerade braucht, ne? Also wenn man zum Beispiel nicht so viel Platz hat, dann könnte man das so machen. Man könnte es auch so machen oder so oder so. Das ist komplett egal, ne? Also das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Da sind auch noch so Klebedinger drin. Keine Ahnung wofür. Was ist denn das? Wie eine kleine Treppe. Moment, ich muss mir das einmal anschauen, für was gehört das. Aha, da kann man quasi so Pinseln drauflegen, glaube ich. Ja. Das heißt, das legt man hier so rauf und da kommen dann, die kann man die Pinseln reinstecken. Und genau. Und dann haben wir noch ein so ein Dingens haben wir auch noch drin, ne? Schau ich auch gleich einmal.
Ja, für Mascaras und solche Sachen oder Eyeliner, also diese, die was breiter sind für Mascaras und die was schmäler sind, da kann man Eyeliner. Man kann Single-Lidschatten drauf packen und. Cool. Das finde ich ja mega toll. So, was haben wir dann noch? Click und Collect, okay. Ja, passt. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch Make-up bestellt hätte, ne? Also ich habe einen Gutschein, ich glaube, von 50 Euro gehabt und habe insgesamt, ich glaube, um die 100 Euro bezahlt. Also ich hätte sonst 150 bezahlt. Und wie gesagt, ich fand diese Ordnungssysteme so extrem spannend und habe ich so eigentlich so ein tolles System noch nicht gesehen. Deswegen dachte ich mir, ich muss hier eskalieren und habe hier gleich ein paar gekauft. Also, das erste Dingens, was wir hier haben, ist von Florence by Mills. Das ist ein Lipgloss. 4 Milliliter in der Farbe Mellow Mill. Und die verkaufen das um 6,99 €. Und diese Farbe, also diese Marke gibt es auch bei Beauty Bay. Und ich wollte das eh schon längere Zeit einmal austesten. Und deswegen dachte ich mir, okay, passt. Machen wir das so. Ich habe nämlich noch was von Florence bestellt. Florence, Florence, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und zwar ist es ein See You Never Concealer, 12 Milliliter in der Farbe L055 um 4,99 €. Also die Marke ist normalerweise schon wesentlich teurer. Ja, das ist okay. Von außen habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ist das dunkel. Aber das passt ja, das ist sehr hell. Das passt als Concealer. Wir werden das auch natürlich in die nächsten Testing New Make-up ausprobieren. Also folgt mir gerne auf meinen Kanal. So, ich habe noch was von Florence. Und zwar habe ich das Tinte and Tamie Brow Gel 1,18 Milliliter. In der Farbe Dark Brown. Das ist ein eingefärbtes Augenbrauengel. Genau. Das testen wir natürlich. So, was haben wir dann noch? Das ist was Ultraschweres. Von Physicians Formula ist es die Essence of Healthy Toner und Setting Spray. Brightening Complex. Ja, fand ich ultra spannend und ultra schöne Verpackung. Und dass es ein Toner und ein Setting Spray ist. Das hätte 18 € gekostet und ich habe es ergattert um 6 €. Mega cool, oder? Ja, Physicians Formula kriegt man normalerweise bei uns ja gar nicht so. Dann habe ich noch Pinsel gekauft von Elf. Ich dachte mir, die nehme ich auch mit. Das war von dieser Limited Editions. Die gab es im letzten Jahr. Und da steht jetzt gar kein Preis oben. Kann ich jetzt gar nicht sagen. So, und dann habe ich noch einen Sunshine Skin Tint von Milk Makeup gekauft. Also dieses Dingens ist ja normalerweise voll teuer. Und ich habe es in der Farbe Karamell. Das war die hellste Farbe, was ich wollte unbedingt haben. Weil Milk Makeup ist, ich weiß noch, ich war in Dubai und alles, einfach fast jedes Drum hat 50 € gekostet. Das war so arg. Das ist ein Sunshine Skin Tint.
mit Lichtschutzfaktor 30. Und so schaut die Verpackung aus. Irgendwie total spannend. Ich denke, man muss hier hinten dann drauf drücken und dann kommt vorne raus. Aber wie gesagt, testen tun wir es ein anderes Mal. Das hat statt 56 Euro nur 8,99 gekostet. Da musste ich einfach zuschlagen. Und im Notfall kann ich es mir noch heller machen. Mit einer anderen Foundation. Das ist eine silikonfreie Skin Tint. Gibt eine leichte Coverage, also eine leichte Deckkraft. Soll hydratisieren. Mit natürlichen Ölen für ein Dewy Finish, also für ein strahlendes Finish. Und schützt eben mit Sonnenschutzfaktor 30. So ein Glasrollerball ist eben drinnen für eine leichte Applikation. Ja, 16 Milliliter. 16 Milliliter, 56 Euro, das ist schon heftig, ne? So, und dann habe ich noch den Angelic Glow, die Angelic Glow Palette, die hat mich auch angesprochen. Und zwar ist die, glaube ich, von Root Cosmetics oder so. Steht das hier irgendwo? Ja, Root Cosmetics. Und die hätte 21,99 gekostet und die hat nur mehr 6,99 gekostet. Also diese Verpackung ist wunderschön. Und das sind eher solche Topper. Und die werden wir auf alle Fälle austesten. Ich weiß gar nicht, ist das eine Highlighter und Eyeshadow Palette. Das heißt, ihr könnt die Töne als Highlighter oder als Eyeshadow. Also für beides. Und ich finde auch dieses Shimmer-Duochromige, finde ich mega cool. Also, wie gesagt, die Sachen haben mich extrem angesprochen. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt die ganze Sache mal um. Ich zeige euch jetzt einmal hier meinen Tisch und wo ich hier meine Make-up-Sachen habe. Und vielleicht können wir das Ganze ein bisschen besser schlichten. So, ihr seht es jetzt schon, hier ist es Chaos. Also Chaos, ich habe es eh geschlichtet hier rein. Aber ich denke, mit dieser Dinger wäre das viel, viel besser, ne? Dass ich alles schön reinschlichten kann. Auch das kann man dann reinschlichten. Und vielleicht auch die Lidschattenpaletten, das weiß ich noch nicht. Und da drüben habe ich auch noch einiges stehen, genau. Und ich dachte mir, ich gehe hier hinten einfach entlang, die ganze Länge. Die anderen Sachen räume ich dann natürlich weg und jetzt würde ich sagen, befüllen wir das Ganze mal, beziehungsweise schauen wir mal und messen wir mal, wie weit das dann da vorne steht. Also es wäre dann quasi bis daher, das wäre eigentlich eh vollkommen in Ordnung. Und dann stecken wir diese Dinge mal zusammen. Die, was ich hier habe in den Dings, und die räume ich hier gleich ein. Einmal so eine Palette, wo ich mir gedacht habe, ja, die könnte ich hier reinlegen. Genau, das seht ihr jetzt auf alle Fälle, ja. Ich habe jetzt das rausgegeben, das kann ich noch separat hinlegen, dachte ich mir. Weil das ist schon wichtig, dass ich die Palette so hinlegen kann. Und diese kleinen gingen sich aber auch nirgends aus. Obwohl da fast. Schau nur. Ja, die ist eigentlich eh noch komplett, die könnte ich hier reinlegen. Die ist auch noch, weil in ein paar Paletten bröselt, so wie in der zum Beispiel, da ist der schwarze Ton kaputt. Die muss ich immer hinlegen. Die ist auch in Ordnung, die kann man hier so ranlegen.
Die muss ich auch hinlegen. So, jetzt schauen wir die mal an. Die ist auch komplett. Die muss ich auch nicht hinlegen unbedingt. Die könnte ich noch hier rein tun. So, die passt auch. Obwohl, da könnte eventuell was rausbröseln. Deswegen legen wir die normal hin. Aber die lege ich darunter und die lege ich auch darunter, weil das ist meine Standard-Matte-Palette. Hier habe ich sogar schon Hit the Pan, wo ich jedes Mal die benutze. So, dann haben wir die geliebte Danessa Myrix. Die wollte ich ja eigentlich in mein Pan Challenge reinmachen, aber ich denke, ich werde mal anfangen, mit die zwei einfach dann die zu benutzen. Deswegen lege ich mir die da einfach drauf. Dann habe ich noch diese Glitterpalette, die ist aber auch in Ordnung, obwohl, nein, ich lege die hier hin, weil die ist noch nicht gebrochen oder irgendwas. Dann habe ich noch die Etherality. Da wollte ich auch auf alle Fälle die zwei Shades noch aufbrauchen. Die kommt auch da zu der Danessa Myrix dazu. Die ist aber so riesengroß, das ist ein Wahnsinn. Aber irgendwie, ja, aufgestellt wär das besser, weil sonst verschwenden wir so viel Platz irgendwie hier. Genau. Ich glaube, so ist es besser. So, dann habe ich auch noch Green Blushes. Einmal Rare Beauty. So ein peachiger. Und der, das ist so eine Nachfüllung von Chaboda. Die gebe ich einfach hier rein in das kleine Fach. So, dann habe ich eine Face Contour Cream Dingens. Also da mache ich für Creme-Produkte mache ich ein eigenes Fach auf alle Fälle. So wie RMS Beauty, das habe ich bald leer, unglaublich aber wahr. Dann habe ich noch das Glam Shop Powder, das kommt wieder, wo machen wir eine eigene Puderlade. Und das ist auch in der Pan Challenge drinnen, da sind nur mehr die zwei Puder Blushes drinnen. Da kommt auch eine eigene Dingens hier. Das muss ich so hinlegen, denn da sind die Highlighter leider komplett zerbröselt. Highlighter. Ja. Ja, irgendwie ist die Lade ein bisschen zu klein, aber egal. So, dann habe ich noch dieses Nabla, das kommt zu Cream. Ich glaube, ihr seht das jetzt eh. Dann haben wir noch ein paar Creme-Produkte. Da habe ich das Fenty. Das kommt auch zu Cream. Dann noch ein Fenty. Das ist ein Blush. Und von Revolution ein Bronzer. Ist alles Cream Bronzer. Und dann habe ich noch diese V7. Das ist auch eine Cream-Palette. Das heißt, es kommt auch hier rein. So, jetzt arbeiten wir uns hier gleich einmal weiter vor, dass wir das dann gleich nach hinten schieben können, wenn wir alles eingeräumt haben. So, da haben wir Setting Spray, die gebe ich hier ran. Noch einer. Genau. Ist zwar etwas klein hier. Vielleicht lege ich das darüber. Ja, muss ich mal gucken. So, Liquid Eyeshadow mache ich hier ran. Highlighter habe ich hier noch einen. Also ich habe ihn euch den jetzt gar nicht gezeigt, aber der ist auch bald aufgebraucht auf alle Fälle. Habe ich nur noch ein bisschen über einen Pan. Da habe ich einen Too Faced Chocolate Bronzer. Den gebe ich. Bronzer habe ich noch gar nichts. Ich gebe den einmal hier rein. Genauso wie ich den habe. Der ist auch in der Aufbrauch-Challenge, weil der Deckel auch schon kaputt ist. Der kommt hier rein. Genauso wie der Love Bronzer. Aber den nehme ich eigentlich als Contour. Ja, ich gebe ihn einmal hier dazu.
Dann habe ich hier noch, das nehme ich als Puder. Das heißt, das gebe ich hier rein. Und dann haben wir noch eine Highlighter-Palette. Genau. So eine bunte Highlighter-Palette von Glam Shop. Da weiß ich auch schon ordentlich so ein bisschen Löcher drin habe. Die kommt hier rüber. Genau. So. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht sogar schon machen können. Ich habe da echt Bock, dass ihr da ein bisschen mehr seht. So, jetzt kann ich das nach hinten schieben. Mir seht ihr das auch viel, viel besser. So. Genau, ihr seht hier auch schon die Pinsel, die was ich hier eingeordnet habe. Ja. Aber ich gehe da einfach am Schluss einfach nochmal über alles so drüber, dann seht ihr es noch genauer. Dann habe ich noch dieses hier Hourglass, dieses Strobing Light Powder. Deswegen gebe ich das zu Puder dazu. Da habe ich einen Primer. Gut, dann da habe ich Deborah Milano, das ist ein Bronzer, den gebe ich einmal hier hin. Ich gebe das jetzt einmal als erstes hier hin und dann machen wir weiter, weil es wird dann noch eine zweite Dingensfolge folgen. Es wird ja bis hier hinten dann hin, aber nur hinten hingestellt, genau. So, da haben wir noch ein Puder, Hourglass wieder. Und das ist ein Highlighter. Genau, das ist dieses Shimmer Brick. Das kommt hier vorne rein. Gut, Spiegel legen wir mal hier vorne hin. Beziehungsweise könnte ich den hier ran machen. So, was haben wir hier noch? Jetzt werde ich einfach. Wir hätten noch Platz für ein Blush. Jetzt schaue ich einmal, aber ich glaube, da habe ich eh kein Blush mehr drinnen. Wenn das so ist, könnten wir das Blush ja eigentlich hier reinschlichten. Und da hätten wir dann noch Platz. Platz für Green-Produkte, dachte ich mir. Denn ich habe hier ordentliche Cream-Produkte von Made by Mitchell. Die werde ich jetzt einmal hier reinstellen. In den unterschiedlichsten Farben. So, was haben wir noch an Cream-Produkten? Ich habe hier auch noch von Primark so ein Cream Blush in Rosa. Dann habe ich auch noch, was ist das? Das ist, ah ja, von She Glam ist das Green Contour. Genau. So, dann haben wir, also Liquid, nicht Green, Entschuldigung, Liquid. Und wir bleiben bei Liquid. Da hätte ich auch noch von Charlotte Tilbury diesen Hollywood Beauty Light Wand. Das ist ein Highlighter. So, ich will aber nur Liquid-Produkte ranmachen. Genau. Da habe ich auch noch von Rare Beauty diesen Oshi. Ist ja ziemlich krass. Das ist auch ein Highlighter. So, hier habe ich auch noch Liquid. Die stelle ich jetzt hier hierher. Und das Pigment kommt auch daher. Dann haben wir noch am Platz. Da könnte ich jetzt gleich mal die Eyeshadow Base reingeben. So, was haben wir jetzt noch?
haben hier noch einen krassen Liquid Eyeshadow. Der ist von Christian Louis Vuitton. Genau. Wir haben hier auch natürlich noch viel, viel mehr Setting Spray, aber ich glaube, da müssen wir dann noch ein extra Dingens machen. Denn nur die da vorne benutze ich und die anderen sind Backup. Aber da habe ich jetzt noch Platz. Da habe ich das noch von Milk Makeup. Ich zeige euch das ein bisschen besser, Milk Makeup. Und habe ich dann noch? Genau, da habe ich noch eins von Catrice. Aber das wird schon knapp hier, auf alle Fälle. So. Genau. Dann habe ich aber auch noch so ein Liquid Highlighter Dingens von Say. Das sind echt kleine Verpackungen hier vorne. Das ist immer schwierig. Lieber stellen oder lieber legen? Ich weiß es nicht. So, wir könnten ja eine Reihe Cream, also Liquid Blush machen und die andere Reihe eher Highlighter. Und den werde ich nach hinten geben, weil der so groß ist, genau, und den nach vorne. So. So machen wir das. So, dann habe ich aber auch noch einen Liquid Highlighter von Unearthly Cosmetics. Dann haben wir noch eine Base von Kryolan. Kommt dann nach vorne. Da haben wir jetzt noch mehr Bases. Alle Fälle. So, wir haben eine von Glam Shop. Wir haben ein Liquid Shadow von River Loves Me. Der kommt daher. Und wir haben P. Louise und nicht Glam Shop, Gloss Gods. Genau. Die kommen auch alle noch daher. Und die Color Corrector könnten wir auch gleich hier dazugeben. Das ist Lovely. Und dann habe ich zweimal Catrice Under Eye Brightener. Der ist auch sehr, sehr gut. Müssen wir nur schauen, ob sich das noch ausgeht. Ja, machen wir so. Machen wir so. So, dann habe ich noch einen Liquid Eyeshadow von LA Girl. So, ich habe jetzt schon ein bisschen Platz gemacht und jetzt putzen wir mal ein bisschen. Und dann kann man mit dem Ganzen schon mal da nach hinten wandern. Und man sieht schon, es ist schon viel, viel mehr Platz wie vorher. Man hat hier auf alle Fälle schon eine Platzersparnis. So, das muss ich dann noch ein bisschen besser putzen. Und jetzt stürzen wir uns auf die
letzte Ecke quasi. Das heißt, ich tue noch eins auspacken. Und jetzt müssen wir eigentlich nur mal befüllen. Also, ich habe jetzt das zweite einfach hier reingegeben. Das heißt, man kann hier auch Lipgloss rein tun, wenn man möchte. Ich schau mal. Ja, für das, für Lipgloss ist das auch super perfekt. Zu viel rutscht mir das hier rein. Ja, okay, hier oben und hier unten, das ist in Ordnung. Und da kann ich noch was anderes hingeben. Ja, das ist nicht gut. So, schauen wir mal. Legen wir sich das einmal hier hin. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch Lipgloss. Aha, okay. Wir haben hier noch Lipgloss. Weil die sind alle von Unearthly Cosmetics. Und dann haben wir... Warte mal, das ist... Na, das ist aber auch... Oh, das kann man vielleicht so gut drüber legen. So. Wir haben ja noch viel mehr. Wir haben hier ja auch noch Lipglosse. Und wir haben hier auch noch Mascaras. Man, eigentlich wäre das für Mascaras, sage ich einmal. Aber man kann das ja verwenden, wie man möchte. So. Schauen wir mal, was haben wir an Mascaras? Die haben wir noch. Die Kaya haben wir noch. Und die Il Makiage haben wir auch noch. Und die wären jetzt eigentlich für Eyeliner. Dass man die auch besser sieht. Ne? Also das finde ich schon gut eigentlich. Ganzen Eyeliner. Da haben wir... Für die Augenbrauen haben wir auch zwei, hier mal. Und da sind wir Eyeliner. Nochmal Eyeliner. Noch ein Eyeliner. Man sieht es halt dann einfach besser, ne? So. Nein, das ist ein Lip Liner. Okay. Und das ist für die Augenbrauen. Die können wir so zusammenlegen. Ich finde halt, dass es ein bisschen zu wenig Platz für Eyeliner ist. Aber ja. Ja, das ist nicht genug Platz. So, gucken wir mal. So, dann werden wir so ein Ding machen für die Wimpernzange. Wir hatten noch irgendwo eine. So. Da kommen meine Fächer ran. So, Wimpernzange. Spongy. Mache ich. Naja, die gehören eigentlich extra, ne? Die gebe ich hier ran. So. Und vielleicht noch so ein Abklebeband. Dann brauchen wir noch die Spitze. Da habe ich zwei Stück, genau. So, was haben wir da noch? Also unheimlich viele Lipglosse. Oder, nee, das ist ein Liquid Lipstick. Die Liquid Lipsticks gebe ich hier ran. Das sind die Lip Liner. Die gebe ich Lip Liner. Gehen wir da daneben hin. Ja, blöd, das, ja, Lip Liner, Eyeliner,
besser, wenn man das so hier einräumt. Vielleicht nur die, was schon kürzer sind, hier reingeben. Man muss halt selber abwägen, wo will man was hinhaben. Ne? So, dann haben wir noch einen, hier noch einen Liquid Lipstick, einen kleinen. Und wieder. So, das ist ein Tool. Lippenstifte. Also ich finde, für Lip Liner reicht das. Und da gehen wir mal die Lippenstifte rein. So. Dann haben wir noch Foundations, aber ich habe da gar keinen Platz mehr. Okay. Das ist nicht ganz so toll. Na, wenn man es da einzwickt, geht sogar. Ja, sehr gut. So, dann kann ich zumindest meine It Cosmetics hier reingeben. Genau. Wir haben aber noch einige andere, die was ich leer machen möchte. Aber da jetzt wieder raus. Ich glaube, ich gebe hier meine Foundations rein. Also Huda Beauty, KVD, da habe ich Shape Tape und die Lancôme. Dann habe ich Dior und die Danessa Myricks. Ich glaube, ich habe da noch eine. Ja, die HD Makeup Forever habe ich noch. So, da habe ich ein Augenbrauen-Gel. Soll ich das gleich da reinlegen? Oder machen wir das woanders? I don't know. So, da habe ich noch ein Cream Bronzer von Rare Beauty. Den stelle ich jetzt darüber. Da habe ich noch ein Lipgloss von Ilia. So, einen einzelnen Single Shadow. Genau, ich habe jetzt die einmal nur dahergestellt. Dann muss ich mir noch überlegen, wo ich die am besten hingebe. Da haben wir auch noch einen Lipgloss von Colourpop. So, man könnte ja vielleicht die Colourpop, diese einzelnen Dinger, könnte man eventuell ja noch hier ein, aber ich finde, man muss die sehen. Also die könnte man ein bisschen aufstellen. Und die Colourpop, die muss man sehen. Weil sonst benutzt man die nicht. Das ist eh typisch, dass jetzt genau, dass sich die zwei nicht auskommen. Ne? Ah ja, oder doch. Hä? Gut, Bobbi Brown, die liebe ich ja. Die stelle ich auch hier rein. Genau, dann kann man das weggeben. Ja, schon krass, dass man hier so eine tolle Ordnung hat. Primer. Da habe ich nur einen Primer. Okay, krass. Stellen wir da rein einmal. So, Lippenstifte. Da habe ich Sisley. Dann habe ich Christian Dior. Das ist wieder so ein Eyeliner-Dingens. Den gebe ich im Backup, der ist noch zu. So, das gebe ich auch. Das ist eigentlich ein Concealer, aber der ist zu dunkel. Deswegen gebe ich die zum Make-up dazu. Lipgloss. Genau. Lipgloss, Lipgloss, Lipgloss. Das ist für die Augenbrauen ein Gel. Concealer gebe ich auch hier gleich dazu. Und das ist ein Eyeliner.
So, Concealer. So, die Schere gebe ich auch hier hin, weil die brauche ich immer zum Aufschneiden von Paketen. So, sind wir da schon ganz durch. So, die kommen dann weg. Aber so, die können eh noch zum Testen. Das gehört auch noch zum Testen. Das können wir da reinlegen. Gut. Die Sachen müssen wir noch irgendwie unterkriegen. So, das brauchen wir nicht. Das gehört zum Backup. Genau, da haben wir noch ein Lipgloss. Augenbrauengel. Aber ihr seht, es ist noch immer um ein Stück zu wenig Platz. Obwohl es eh schon so viel ist. Aber vielleicht schrumpfe ich da auch noch ein bisschen zusammen und ich habe noch am Schminktisch habe ich noch Platz für eine so große, denke ich. Und da kann man dann auch noch ein bisschen was machen. So, das ist jetzt Kajal, also Eyeliner. Lip Liner haben wir jetzt. Wo haben wir denn die gehabt? Die haben wir da dazugegeben. Ich weiß nicht. Ich finde, da braucht man ein bisschen mehr Platz hier. So, da haben wir noch einen Lipgloss. Der wird auch bald leer. Aha, wir haben ja hier die Eyeliner reingegeben. Genau. Kann mich schon wieder erinnern. So. Hier rein mit dir. Genau, den lasse ich drin, weil es ist so ein Augenbrauenstift. Mascara habe ich noch eine bunte hier. Eyeliner. So, das ist dieser hier. Und da haben wir noch Mascaras. Ja, für die Mascaras ist auch fast zu wenig Platz hier. So, das ist wieder ein Augenbrauengel. Es wird immer weniger. So, das ist Liquid Highlighter. Genau, der kommt da rein. Dann haben wir noch Lippenstifte. Das ist Tom Ford. Also es sind wirklich nur so High-End Lippenstifte, was ich hier habe. Dann haben wir noch einen einzelnen Single Shadow. Dann haben wir noch hier so ein Dingens. Das ist der zweite Primer. Der ist von Tarte. Puder haben wir hier. Genau, das ist eigentlich Bronzer. Die darf ich aber nur gerade hinlegen. Ich lege es jetzt einmal hier hin. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein Tool, das gehen wir da rein. So, jetzt haben wir nur mit dieser hier. So, das ist ein Eyeliner. Wir könnten eigentlich genau auch noch hier reinpacken. Liquid Highlighter, der kommt hier hin. Genauso wie dieser hier. Das ist alles Liquid Highlighter. Ah ja, da haben wir noch einen Single Shadow und noch ein paar Sticker. Lippenstift von Charlotte Tilbury. Der ist auch schon gut benutzt. Den sollte ich irgendwo hinstellen. Da vielleicht, wo er mir auch auffällt. Das nehmen wir auch als Single Eyeshadow. Und da gehen wir dieses schwarze Dingens rein. Genauso wie der Revolution Eyeshadow. Das ist so ein Gloss. Gloss würde ich aber auch eher zu Liquid-Produkte geben. Das ist ein Augenbrauen-Gel. Das lege ich jetzt daher. Dann haben wir noch ein Gloss. Das ist ein Concealer.
Das ist ein Eyeliner, aber ein ganz ein kleiner. Das ist Liquid Blush. Dann haben wir noch von Revolution diesen Under Eye Brightener und von Sigma. Da gehört auch noch dazu. So, das ist Sommersprossen. Den Sommersprossen lege ich mir hier hin. Das ist auch ein, das ist ein Cream-Produkt. Das lege ich, die lege ich dann hier noch rein. Das sind auch noch kleine Eyeshadows, genauso wie dieser hier. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich kann es ja gar nicht glauben, oder? Nein, wir haben hier noch ein paar Glosse herumliegen. Aber dann haben wir es. Unglaublich, aber wahr. Dann habe ich alles unterbekommen. OMG. So, ja, Glosse lege ich einfach hier hin oder hier hin. Je nachdem, wo ich Platz finde. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir alles nochmal in Ruhe ein bisschen genauer durch. Also, hier haben wir die Pinseln. Groß und klein, je nachdem, was man halt sucht. Hier haben wir Liquid Eyeshadow, hier haben wir Setting und Fixing Spray. Hier hinten habe ich noch Highlighter, dann meine ganzen Paletten, die was nicht zerbrochen sind. Dann haben wir hier vorne die Bases mit Corrector. Dann haben wir hier Liquid Highlighter auf dieser Seite bis nach hinten. Und auf der Seite haben wir Liquid Blush, also die ganzen Blushes haben wir. Und da hinten haben wir noch Contour und Bronzer. Hier vorne haben wir Puder. Puder und da haben wir die Cream Produkte. Sei es Cream Highlighter, Cream Blush, Cream Bronzer, Contour und so weiter. Da haben wir die ganzen Paletten zum Aufbrauchen, die was schon ein bisschen zerstört sind, die was liegen müssen. Beziehungsweise die Palette muss auch liegen, das ist eine Face-Palette. Dann haben wir hier die einzelnen Single Shadow. Genauso wie das hier. Ist auch zerstört, aber das benutze ich trotzdem. Dann haben wir hier die Tools und die einzelnen Super Shocks von Colourpop plus die Lippenstifte, was ich demnächst aufbrauchen will, weil die einfach schon zu teuer sind, um sie schlecht werden zu lassen. Dann haben wir hier zwei Primer, Spitzer und Lip Liner. So, dann haben wir hier Lipglosse, meine IT Cosmetics Foundations, die was ich liebe. Nochmal Lipglosse. Dann haben wir hier wieder diese Wimpern-Dingens. Wimpernzange und den kleinen Lippi von Charlotte Tilbury, dass er leer geht. Das sind alles meine Liquid Lipstick, also gar nicht viel, aber ich mag die halt auch nicht so dolle, weil die immer so trocken sind. Wimperntuschen, Augenbrauenprodukte und Glosse. Glosse liebe ich ja. Eyeliner. Dann habe ich hier noch die ganzen Foundations, Concealer, auch nicht so viele wie ihr seht, und Eyeliner. Genau. So, ich dachte mir, wir räumen auch jetzt gleich diesen Bereich zusammen. Und das ist mein Schminktisch. Und ich denke, wir können hier auch Trockenshampoo und Nagellackentferner mit Zellenwasser, oder stellen wir hin, da auch ein paar Sachen noch einräumen. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf die wichtigen Sachen. Und zwar, da habe ich
Das ist so ein Schimmer-Roll-On. Dann lege ich mal hier rein. Dann habe ich noch so ein Micellenwasser, das können wir da gleich reinstellen. Und diese Kabuki-Brushes mache ich auch gleich da rein. Voilà. So, diese Wattestäbchen. Schauen wir mal, ob wir die dann noch reinkriegen, ob wir dann noch am Schluss dann einen Platz dafür haben oder nicht. Jetzt können wir quasi ordnen. Also hier haben wir auf alle Fälle die Mascaras. Die lege ich gleich einmal hier hin. So. Dann haben wir noch diese Shadow Sticks, Beauty Bay und Elf. Und das ist der Nabla. Und dann haben wir noch so einen Colourpop. Also alles, was hier ist, das ist eigentlich Backup. Und wenn von dem anderen Tisch was quasi leer wird, kann ich hier nachschlichten. So mache ich das immer. So, Liquid Eyeshadow von Beauty Bay haben wir hier. Dann haben wir noch einen von Moira. Der ist auch voll, voll schön. Dann haben wir noch einen vom LA Girl. Der ist grün. Da hatten wir vorher einen, der war blau. Dann habe ich noch so einen Cheek Lamp, aber das ist eher so ein Liquid Eyeliner. Gehen wir vielleicht hier ran. Genau, das ist ein Eyeliner, Eye Brightener. Die hören eigentlich auch hier hin. Das sind so Stifte fürs Auge, so Eye Pencils. Und dann haben wir noch von Chic Lam, habe ich da noch zwei Stück Liquid Eyeshadows. Dann habe ich noch diesen hier. Ich glaube, der war von Sticker Dolls. Und dann habe ich noch diese vier. Das waren so Glitterliner von H&M Adventskalender. Die gehören dann quasi ja hier ran, weil das Eyeliner sind. So. Dann haben wir noch Mascaras. Also die sind noch zu und die werden dann nachgeschlichtet quasi. So, es sind so viele Mascaras, dass es unglaublich, wie viele Mascaras ich habe. Ja, da ist ein bisschen too much, aber das ist jetzt eigentlich auch egal, weil ich eh so viele habe und das schlichte ich dann einfach so drüber. So, aber es ist noch immer nicht aus. So, ich glaube, jetzt haben fertig mit Wimperntusche. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch so ein Liquid Eyeshadow von LA Girl. Das ist in so einer. Ich liebe ja diese weißlichen Liquid Eyeshadow. Noch einen von Beauty Bay in so einem Silbergrau. Und dann habe ich noch drei Concealer von Pipa, von den Eraser und von It Cosmetics. Ich gebe dann einmal hier rein. Wenn keine mehr kommen, reicht das auf alle Fälle. So, dann habe ich noch so Sticker, die gebe ich einmal hier rein.
So, was habe ich hier noch? Da haben wir noch einen Liquid Eyeshadow. Den habe ich letztes Mal beim TK Maxx gekauft. Der ist so schön. Auch die Verpackung ist so toll. So, dann haben wir einen Cream. Also Contour ist es nicht, das ist ein Cream Bronzer. Also Creme-Produkte. Genauso wie dieser Wonderstick. Das ist Highlight und Contour. Das können wir auch dahergeben. Diesen Pawpaw, der ist von Shop Missa. Dann haben wir noch LA Girl. Und Moira. Das ist eigentlich, ja, Liquid und Cream. So, gehen wir die Cream runter und die Liquid gehen wir rauf. So, was haben wir da noch? Da haben wir Glitzer Eyeliner von, ich glaube, Moira, genau. Der gehört hier rauf. Dann haben wir noch, ja, so Tip Eyeliner, aber die würde ich eher mal als Base nehmen. Also als Lidschatten einfach. So, dann haben wir Blush. Creamy Blush von Kiko. Machen wir den daher. Und der ist von MCO Beauty. Was ist denn das? Aha, das ist so ein Glossy Stick. Entschuldigung, von Kaya. Gehen wir daher. So, Augenbrauengel haben wir hier noch. Für die Augenbrauen habe ich noch gar nichts. Gehen wir es einmal da rein. Das ist eher so ein Highlighter-Stick, aber eher ein Cream-Produkt. Ja, gehen wir es da dazu. Und dann haben wir noch zwei Liquid Eyeshadow, einmal von Ansel Lorraine und einmal von Colourpop. Die habe ich noch gar nicht so lange. Voll schön. So, da haben wir noch einen Cream Highlighter. So, die stelle ich da nach hinten. Das ist ein Cream Blush von Chapodon. Und ich glaube, das ist der Primer. Primer habe ich eigentlich auch noch keinen. Das ist wieder so ein Cream Highlighter. Genau. Augenbrauen Styling Wachs. Ja, ich glaube, das sortiere ich aus, weil ich mag diese festeren gar nicht. Aha, da haben wir noch was für die Haare. So. Das ist ein Highlighter-Stick von Banana Beauty. Der ist aber Cream, passt, den lege ich daran. Der auch von H&M, aber der ist so cremig, der ist schon fast zu cremig. Dann haben wir noch einen Highlighter, einen Puder-Highlighter. Ja, schon langsam wird der Platz eng. Das heißt, ich werde das hier mal rausgeben. Und wer da hinten Puder-Highlighter machen, weil vielleicht kommt ja noch was, ne? Und diese Sachen, Trockenshampoo, stellen wir jetzt auch raus, weil wir brauchen für die Single Shadows brauchen wir Platz. Also einmal Urban Decay, einmal dieser Glitzer von Galaxy, so Breast Glitter ist es. Genauso wie die vier von H&M. Dann habe ich noch einen lilanen von Bieber, einen von Alverde, einen grünen. Dann habe ich noch einen champagnerfarbenen. Und diese drei von LA Girl, diese Duochrome, die sind mega. Die sind noch gar nicht so alt.
habe ich eigentlich erst bestellt. Das heißt, da haben wir keinen Stress wegen Aufbruch. So. Dann haben wir, also das kann man Gloss oder so als Topper nehmen. Und Gloss habe ich genug. Ich werde das als Topper nehmen. Dann gebe ich es da dazu. So, für die Augenbrauen habe ich jetzt quasi nichts. Ich werde die darüber stellen. Und dann habe ich das alles, also das sind lauter Augenbrauenstifte, Augenbrauengele, eingefärbte Gele. Da habe ich jetzt noch ein paar im Backup quasi. So, das ist auch leer. Und jetzt haben wir schon das letzte Fach. So. Das ist Eyeliner, 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 Eyeliner. Das sind lauter Eyeliner. Die gehen wir einfach über diese Wimperntuschen hier drüber, weil die gehören eh noch nicht aufgemacht. Ja. Und einen Primer habe ich. Den stelle ich einfach so rein. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. Hier habe ich noch lauter Eyeliner. So, kann ich auch noch hier drüber geben. So, jetzt ist die Frage, wir haben eigentlich hier hinten nur einen Highlighter. Das heißt, wir haben auf alle Fälle noch ein ganzes Fach frei. Und da könnten wir unsere kompletten Lip Liner eigentlich reintun. In lauter unterschiedlichen Farben. Und die gebe ich jetzt da nach hinten rein. Genau, so. Ja, genau. Wenn wir das hier noch rausstellen, haben wir sogar noch mehr Platz. Denn ich möchte die Lippenprodukte noch hier rein tun. Ich habe hier nämlich noch ein Fach, weil dann kann ich das auch alles schon wegtun. Also die Schere, die will ich schon gerne noch hier drinnen lassen. Genau. So, Lip Liner kommt hier rein. Das ist alles Lippenstift. Das ist so ein Fixierer. Und das sind auch alles so Lip Cream oder genau. Es gibt so längere. Das ist aber ein matter Liquid Lipstick. So Lippenstift. Ja, das ist ein Lippenpflegestift. So, noch ein Lippenstift, noch ein Lippenstift, noch ein Lippenstift und dann haben wir noch einen Lip Liner. Das ist auch ein Lippenstift, das ist so wie ein Gloss. Das gehört auch zusammen, die zwei Sachen. Dann haben wir noch einen matten Liquid Lipstick. Ja, das ist sowas BH Reacting Dingens. Und das ist Liquid Lipstick. Das ist ein Lippenstift. Ein Lipgloss, das gebe ich ganz rechts. Dann haben wir noch Lippenstift. Liquid Lipstick von She Glam. Und dann haben wir noch ein paar kleinere Lippenstifte. Ja, und dann war es das schon wieder. Keine Ahnung, wo das dazu gehört, aber ich hebe es mal halt auf. Falls noch was auftaucht.
Genau, jetzt haben wir das dann auch leer. Ja, das ist ja doch nicht mal nicht schlecht, ne? Und man kann hier auch diese Cleansing-Produkte einfach rausgeben. Ja, ich überlege, ob ich da noch irgendwas Cooles reinstellen kann. Aber ich glaube, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel. Also gar nicht mehr so viel heißt so gut wie nichts. Aber vielleicht kommt ja nachher die Glatter da einfach auch noch was dazu. Aber das haben wir jetzt eigentlich voll schnell und super gut. Ja, haben wir sortiert, ne? Ich stelle noch die Handcreme hier rein. Das ist zum Reinigen. Das ist dieses Handdesinfektionsgel. Ja, und vielleicht noch die Wattestäbchen hier ranmachen. Und das war's dann. Also das ist das Backup quasi, ne? Ist aber auch noch genug. Und dann habe ich noch Backup, was noch verschlossen ist, dann auch noch. Aber so kann man super finden. Man weiß jetzt ganz genau, wo was ist. Hier sind Lip Liner. Hier sind einzelne Single Shadows. Hier haben wir Augenbrauenprodukte. Hier haben wir Cream-Produkte, Highlight und Blush. Hier haben wir Cream-Produkte, Contour, Bronzer. Hier haben wir ein paar Concealer, aber nicht mehr viele, ne? Nummer 3. Die muss ich dann auch noch durchtesten für mein Deklatter, genau. Dann haben wir Wimperntuschen und das sind noch einige. Das sind 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also fast 15 Mascaras noch. Das ist schon krass, ne? Lip Liner, also nicht Lip Liner, Eyeliner und Glitterliner. Dann haben wir Liquid Lipsticks, Lippenstifte, das ist noch ein Primer, ein Lipfixer. Dann haben wir noch Lipgloss, das sind Augenstifte, also so Lidschattenstifte. Und hier haben wir Liquid Eyeshadows. Genau. Und das wird alles durchgetestet, bis auf die Eyeliner, die war. Da weiß ich eh, die funktionieren, aber alles andere wird jedes einzelne Produkt durchgetestet und wenn ich alles durch habe, dann werden die Sammlungsvideos und die Glatters gedreht, genau. Ich hoffe, euch hat das gefallen, ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen. Ich finde es jetzt wirklich schön geordnet. Mir gefällt das ganz gut. Das bleibt natürlich nicht auf meinem Esstisch so stehen. Aber solange meine Schminkecke jetzt noch nicht fertig gestaltet wurde, werde ich das jetzt einmal so belassen. Und dann wird das natürlich umgestellt. Aber dann habe ich keine Arbeit mehr. Dann muss ich das ganze Dingens nur nehmen und muss das einfach nur umstellen. Und das gleiche werde ich auf meinen Schminktisch in meinen Schlafzimmer auch machen, als ich alles schön sortiere und anordne. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben, ein Like und ein nettes Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!